Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und der heftigste Block. Dann brauchen wir Münzen. Münzen. Meister des Baumkletterns. Okay. In diesem Level habe ich Bäume gepflanzt, aber ich traue mich nicht mit ihnen zu spielen, also könntest du übernehmen. Diejenige müsste aber bitte auf dem Weg zum Ziel alle 5 Bäume klettern. Okay, mach auf allen Bäumen Handstand. Okay, das kriege ich hin. Das ist machbar. Das ist machbar. Ängstlicher Junge. Welcher Junge baut bitte Bäume? Wahrscheinlich selber, der hier einen Bulli platziert hat. Warum auch immer. Eine Münze. Okay. Ganz viele Bullis. Okay. Da drüben ist noch ein Bulli. Aber, was viel wichtiger ist. Wie zum Geier? Ah? Wie zum Geier soll ich da rüberkommen? Ah. So zum Geier. Gut zu wissen, die Bullies lassen sich von Feuerbällen zurückschlagen. Wusste ich nicht. Wusste ich ehrlich nicht. Hm. Gut zu wissen. Die Feuerbälle tun dir nicht weh. Du tust gar nichts weh, Bulli. Du bist einfach da. Oh. Katze. Kein versteckter Block. Schade. Aber Katze ist total broken im Spiel. Zwar nicht so broken gegen Bullies wie zum Beispiel eine Feuerblume. Aber trotzdem relativ broken. Moment. Ich will da hoch. Ich will die Münze haben. Danke. Als ob du mir den Weg blockierst. Als ob. Wow. Echt jetzt? Meine Güte. Na super. Na super. Lass mich da hoch. Dankeschön. Boah, warte, scheiß Bulli. Steht genau im Weg. Misttyp. Na, okay. Schweißnisch. Das Level hat mir nicht so sehr gefallen. Eins der wenigen, die mir nicht gefallen haben, großartig hier. Merkwürdig. 73%. Ey, die Kanone ist bald fertig. Aber wir brauchen mehr Geld. Oben und Mario und die Bulaken. Auf diesem Planeten gibt es eine Höhle, in der die Schwerkraft umgedreht ist. Vorsichtig. Dort leben viele Bulaken. Verwende die einen Ausschalter geschickt, um zum Ziel zu gelangen. Aber Vorsicht, lass sie nicht den Kopf verdrehen. Sternguckerin. Nenn der Name. Hallo Sternguckerin. Gucken wir mal. Okay. Ja, da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Aber da komme ich ran. Finde ich cool, wie sie umgesetzt haben. Eine Höhle, in der alles umgekehrt ist. Wo man immer wieder hin und zurück muss. Okay. Brauchen wir einen Ausschalter? Das sind Buhlaken. Interessant. Das ist der Abgrund. Interessant. Ich hatte so viel Momentum drauf gehabt, so eine Scheiße. Nö, warum? Na, kommst du wohl. Da.
Der würde dann hochgehen. Mario? Mario! Was tust du? Mario! Wow. Sound, please. Ich könnte jetzt einfach durchlaufen, ne? Ein Ausmachen, so. Ich könnte auch theoretisch zwischen denen daher springen. Das ist absolut möglich. Man kann da stehen, man kann da hin und her springen. Aber machen wir es mal so, wie das Spiel es gedacht hat. Also einfach durchlaufen. Keine Cheatereien. Bringt ja hier nichts, bringt den Odyssey was. Da auf jeden Fall, da kriegst du Münzen, wie bekloppt. Hi! Direkt vor mir gespawnt, das Ding. Fiesling. Ha. Ach du Heilige. Die Nutzung der An-Ausblöcke ist echt gut hier. Da kann man durchlaufen. Mit dem richtigen Timing. Nicht so wie ich gerade, der genau auf dem letzten, der nicht despawnt, genau in dem Moment, wo man drüber laufen will, drauf fällt. Oh yeah. Fucking ey. Das gibt's doch nicht. Wollte ich mal ein bisschen cheesen, ja, wollte ich mal ein bisschen schneller machen, nein. Nein, sagt das Spiel, nein, darfst du nicht. Du bist Gebirges. Ich lass dir das nicht durchgehen. Moment, es war zu früh. Ah ja, da passiert ja sowas. Stimmt. Das passiert, wenn man ein paar Tage keinen Mario Maker gespielt hat. Man verliert komplett die Konzentration dafür. Das ist so eine Änderung, die interessant ist bei den Röhren. In Mario Maker 1, wenn die zur Hälfte blockiert war, die Röhre, dann konnte man trotzdem in die Röhre rein. Wenn sie hier zur Hälfte blockiert ist, geht nicht. Du hängst da dich kaputt. Ja. Du kommst einfach nicht in die Röhre rein. Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich, in die Röhre reinzugehen. Traurig, wie es ist. So. Dann mal versuchen. Ich meine, es ist möglich, ne? Ich müsste nur den richtigen Moment abwarten. Nee. Lass mal sein, hat keinen Sinn. Nimm mir den Checkpoint mit, der hier sitzt. Hurra! Okay, da sind doch eine ganze Menge Geister. Oh, das ist ganz schön gruselig. Ach du Heilige. Das sind sehr, sehr viele Geister. Kann man die eigentlich besiegen? Ja, man kann sie besiegen, cool. Wieder was gelernt. Aber der steht noch. Nee, wie kommt das denn? Mist, den hätte ich auch gern besiegt. Kommst du her? Date. Haha! Noch ein Tipp von mir. Spinjumps auf Blöcken auf diesen Art? Gefährlich. Okay. Okay, das war relativ einfach. Tür. Hallo? Münzen. Eine Plattform, die nicht zu erreichen ist. Na dann, auf andere Seite. Oh. Jetzt arbeiten sie auch mit sowas. Ach du Heilige. Ja, das ist immer Herz allerliebst. Herz allerliebst. Geil. Blöcke, Blöcke. Haha. Euch benötige ich, um die 10 Münzen zu bekommen. Jawohl. Boah, ist das knifflig. Oh, das Level bereitet mir Kopfschmerzen teilweise. So viel hin und her gehen müssen. Oh, Mann. So viel. So viel Röhrennutzerei habe ich selten in Leveln gehabt.
sagt man ja. 75%, wir brauchen mehr Münzen. Mehr Aufträge. Festung der Todesrippen. Nett. Ich wollte es wie Papa machen und habe ein Verlies des Todes gebaut. Aber ob das wirklich was taugt? Ich würde gerne eine Testperson anheuern, die mal alles von vorn bis hinten ausprobiert. Wer jetzt erst ans Ziel kommt, kriegt auch eine Taschengeld von dieser Woche. Viel Spaß da draußen. Ich habe nie wöchentliches Taschengeld bekommen. Immer nur monatliches. Ist wahrscheinlich einfacher zu managen. Irgendwie. Aber, naja. Kennt Leute, die sagen von wegen, ich habe mein Taschengeld der Woche noch nicht bekommen, bla bla bla. Und ich mir so, wie wöchentliches Taschengeld. Was ein Schwachsinn. Wer braucht denn sowas? Yeeks. Also ich habe immer nur wirklich monatlich Geld gekriegt. Ich weiß nicht, ob es auf als Vorbereitung gelten sollte zum Arbeitsleben, wo man auch nur einmal im Monat großartig Geld bekommt, aber naja. Es ist so, wie es ist. Ach du Heilige. Was wollt ihr denn hier jetzt versuchen? Mir Angst zu machen oder was? Mit Stacheln, das kriegt ihr hin. Ich hab Angst vor diesen scheiß Stacheln in dem Spiel. Na super. Aber auch die Stacheln haben sie genervt. Wow. Noch ein Checkpoint. Oh. Bowser Junior? Bist du das? Noch ein Abteil. Na, herrlich. Noch ein längerer Stab. Ah. Kettenhund. Guck an. Den will ich nicht los. Den will ich auf keinen Fall los. Der wird mit mir auf der Plattform. Ah. Tja. Nett. Ba, 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 ba. Ach, mein Lieblingsstil. Der Mario World Stil. Hat einfach die beste Musik irgendwo. 200 Münzen und 71 gesammelte. Cool. Steht bald gut um das Gebäude hier. Aber wir haben erstmal die Kanone. Yay. Ostflügelkanone fertiggestellt. Yeah. Super. Finden nur das Dach und das Dach vom großen Gebäude. Die Kanone wird installiert. Ich hoffe, ihr ist aufgefallen, wie perfekt das alles geworden ist. Aber das schulde ich schließlich auch meinem Namen. Ah. Okay. Wir können das Dach bauen. Bauen wir das Dach vom Ostflügel direkt mit. Und dann benötigen wir noch 1500 Münzen für das Dach vom Hauptgebäude. Das wird nochmal ewig lange dauern. Die Bearbeiten am Dach des Ostflügels haben begonnen. Erfüll du einfach deine Aufträge und schaff Geld ran. Aber ich will die Kanone abfeuern. Kanone. Was ist da drin in der Kanone? Puff. Oh, Münzen. Noch mehr? Nö. Nur Münzen? Ich bin enttäuscht. Ich dachte, da wäre noch eine weitere Taube drin. Oh, habt ihr mich mal ganz schön verarscht hier, wa? Hi. Bye. Ich will die Münzen haben. Rubbel die Rubbel. Nice. Fehlt mal noch irgendwas Großes hier, ne? Hm, schau mal. Hallo, Taube. Yamamura. Gurr, so sieht man dich wieder. Gurigur, ich habe noch einen Auftrag für dich. Der unbemannte Münztransport. Gurr, 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 gurr. Bereit für eine Herausforderung? Dann sammle 50 Münzen für mich, während du von allen Seiten mit Kugelwillis beschossen wirst. Spring auf sie drauf, um sie zu besiegen. Aber pass auf, dass du danach nicht ins Bodenlose fällst. Oh Gott. Gurr, viel Glück. Es wird ein Himmelslevel, ne? Oh, Himmel. Ach du heilige Schüpple, ey.
Super Mario Bros. Stil. Hm. Das kann ja was werden. Au. Na super. So viele bekloppte. Oh Mann. Na, nö, ernsthaft jetzt? Hau ab! Das ist mein Haken. Nicht die Haken. Doch die Haken. Die Haken. SpongeBob, die Haken. Oh, verdammte Scheiße. Das ist ein Checkpoint. Moment, das ist kein Checkpoint, das ist nur eine Flagge. Voll die Verarschung. Ah. Hey, yo. Alle Münzen. 222 Ticks übrig. Yes. Perfekt. Das war relativ einfach. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger. Ein bisschen lukrativer. Naja. Gegen 260 Münzen sagt man nichts. 78. So. Gurgur, mein Freund. Gurgur, Gurgur. Weiter so. Ich denke mir in der Zwischenzeit noch einen Auftrag für dich aus. Er hat noch einen Auftrag. Nein. Ich muss mal was schauen. Hat unser Soundfrosch da oben noch einen Auftrag oder hat er nur die Dings reingeballert? Damit der Disco-Kugel. Interessiert mich gerade. Hast du noch einen Auftrag? Er hat einen Auftrag. Wow. Würde der rote Ritter mir noch einmal seine Aufmerksamkeit schenken? Wenn du noch einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich dich für dich Berge versetzen. Luft anhalten. Ich möchte mein Schätzelein mit einer wackeren Heldentat beeindrucken. Einmal durch den Fluss schwimmen, ohne das kühle Nass je zu verlassen. Würdest du den Beweis führen, dass diese Tat im Bereich des Machbaren liegt? Okay. Gib dein Bestes, roter Ritter. Typ im Himmel gibt mir immer nur Aufgaben für Unterwasserlevel. Ich liebe es. Erreicht das Ziel, ohne das Wasser zu verlassen. Das wird schwierig. Wenn das Wasser den auf und ab sinkt. Na, super, es sinkt wirklich auf und ab. Wie weit? Okay, bis da. Ist aber machbar. Mist. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, danke für die Münze. Die nehme ich doch liebend gerne mit. Okay, das ist einfach nur ein Level, wo man wirklich abpassen muss, wann man denn wirklich hier lang geht. Oh, wow, das war ein bisschen zu schnell fast. Also reine Geschicklichkeitssache hier, okay. Oh, oh. Bitte verschwinde. Danke. Und ein kleiner Bonus. Für die Mühen. Gut. 10 Münzen sind uns sicher. Nein, du Arsch. Hast du dich jetzt wirklich, oder? Natürlich, Kamek, ey. Da unten könnte irgendwas sein, aber ich glaube eher nicht dran. Die Blöcke sind wahrscheinlich alle nur da, zu da, um hammermäßig zu nerven. Also als Geschoss zu gelten für Kamek. Na super. Ah, das Ende des Ziels. Das Ziel ist weg. Ha. Sie bringen sogar bei, wie man das Ziel wegballert. Ist ja krass.
Wirklich? Bra, echt jetzt? Na. Na, ehrlich jetzt? Das ist mega Bullshit. Wir sind zum Ziel. Mist. Oh, ein P-Switch. Oh, jetzt macht das Ganze natürlich mehr Sinn. Mit dem ganzen Zeug hier. Achso, stimmt ja damit schneller. Hm. Na dann. Einmal. Münzen. Das war's wert. Das ist sowas von wert. Moment. Runter, 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 runter. Ja, genau, diese eine Plattform hier vorne, ey. Von der Höhe her sieht's gut aus, ja, aber es ist nicht gut. Wäre schön, wenn da diese, wenn da so Markierungen dran wären, von wegen. Ah, bis hierhin sinkt das also. Wie man es kennt eigentlich. Aus diesen. Aus New Super Mario Bros. Da erkennt man sofort. Oh, das Wasser steigt bis hierhin. Oder das Gift. Das erkennt man da. Das finde ich gut. Hier im Spiel leider nicht. Noch nicht. Muss man mal warten. Oder vielleicht machen sie auch extra nicht, damit die Level gemeiner werden können. Der Auftrag ist erfüllt. Berge werden versetzt. Alles, wie es verheißen ward. Da steppt der Frosch. Warum? Oh. Oha, Alter, what the fuck? Bisschen vieles gut, meinst du nicht?